Hallo, hier ist der Michael Hoppel von der Kommune Digital. Wir sind heute hier auf der EuroCIS in Düsseldorf und ich stehe hier gerade vor einem sehr interessanten Aussteller. Das ist die Firma Kioske. Die Firma Kioske entwickelt und vermarktet Lebensmittel- und Convenience-Automaten, wie wir hier sehen. Und das Spannende an diesem ganzen Konzept ist, dass diese Convenience-Automaten in fahrbaren Anhängern durch die Landschaft gezogen werden können. Wie ihr hier seht, ist das ein komplettes Containergebäude, das abgelassen ist. Man sieht, dass da hinten an der roten Sitzbank, die rote Sitzbank, das ist quasi die Verdeckung für die Räder, die eingelassen werden können, wenn der Container irgendwo abgestellt wird. Sehr spannendes Konzept. Besonders für den ländlichen Raum natürlich bestens geeignet. Es gibt Containergrößen bis zu 7 Meter, wie man es hier sieht. Und in so einen Container passen ungefähr 4 bis 5 Automaten. Die Automaten sind bestückt mit bis maximal 65 Produkte pro Automat. Das heißt also, je nach Größe der Produkte besteht die Möglichkeit, hier in einem Container ca. 300 Produkte unterzubringen. Bezahlmöglichkeiten sind in Verbindung mit Karte, Geldschein, Münzgeld und kontaktloses Zahlen. Ja, spannendes Konzept der Firma Kioske. Und freue mich, euch noch mehr heute von der EuroCIS erzählen zu können.